Willkommen zurück zu King's Quest 7, The Princeless Bride. Wir stehen gerade vor einem schleichenden Fels, den wir für Lord Arthas wecken sollen, haben wir gehört. Mal gucken, ob wir ihn wachkriegen. Hallo? Hallo? Was für ein ungewöhnlicher Brocken. Die Reaktion hatten wir beim letzten Mal auch schon. Versuch's mal ein bisschen heftiger. Können wir den pieksen? Nein. Können wir den kitzeln? Nein. Können wir ihm einen Maiskolben in die Nase stopfen? Nein. Mit dem Stock ins Gehirn rumpieksen? Nein. Nektar in die Nase stopfen? Nein. Mit der Federkitzel? Das geht. Aha, da haben wir doch was. Irgendwas läuft immer. Typische Adventure-Strategie. Einfach alle Items ausprobieren. Irgendwann wird schon laufen. Tschüss, Veda. Nicht so, dass ich sie gebraucht hätte. Warum hast du meinen Schlummer gestört, Sterbliche? Entschuldige, edler Geist, aber die gütigen Wälder sind in fürchterlichen Schwierigkeiten. Lord Arthas wurde in einen Hirsch verwandelt und Lady Ceres in einen Baum. Das wäre nie passiert, wenn der Fluss des Lebens noch fließen würde und das Füllhorn gefüllt wäre. Apropos. Sie sind das Herz und das Lebensblut der Wälder. Habe ich beim letzten Mal davon gesprochen. Und ohne sie ist alles dem Untergang geweiht. Das Füllhorn war auffällig. Du musst den Fluss wieder zum Fließen bringen, indem du einen heiligen Trank in die Amphore der Flussnymphe füllst. Die Wiederherstellung des Füllhorns wird dir gelingen, wenn du eine heilige Speise in das Horn des Überflusses dieser Nymphe gibst. Handle schnell. Ich kann nicht wach bleiben. Da immer dieser schlafenden Felsen, ist ja grauenhaft. Ja, also wir haben auf jeden Fall Nektar. Nektar gilt doch als heilig, oder nicht? Also versuchen wir mal unser Glück jetzt. Da wir das Zeug schon mit uns rumschleppen. Das bedeutet nur leider, dass wir wieder über den Fluss zurück müssen. Was bedeutet, dass wir da wieder hin zurücklatschen müssen. Was ein bisschen nervtötend ist, muss man sagen. Aber wir haben leider momentan noch keinen schnelleren Weg. Vielleicht haben wir ja Glück und wenn der Fluss wieder fließt, kriegen wir eine Abkürzung. Das wäre schön. Allerdings ist ja die Brücke kaputt, wie wir schon gesehen haben. Da müsste also spontan mal ein Baumeister vorbeikommen, der uns hier wieder zusammenspachtelt. Was eine Weile dauern könnte. Wobei ich in anderen Spielen schon gelernt habe, dass das Bauen von Brücken innerhalb von alten Spielen auch mal nur 10 Sekunden dauern kann. Indem man einfach ein paar Bretter auf den Boden legt. Hey, Brücke! Fertig. Naja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir wieder über die Steine zurückkommen und reden nochmal, naja, bevor wir mit Lord Arthas reden, versuchen wir erstmal das Füllhorn zu füllen, dann reden wir mit Lord Arthas. Vielleicht können wir sie ja sogar zurücktransformieren, sobald wir das Füllhorn füllen, nach dem, was Mr. Steinbart uns hier erklärt hat. Scheint auf jeden Fall jemand einen sehr ausgeklügelten Plan hier in der Umgebung zu laufen zu haben, dass sie absolut alle Probleme haben. Außer natürlich unsere liebe Hauptcharakterin, die alles versucht wiederherzustellen. Jetzt red nicht mit dem blöden Baum. Geh bitte an dem Baum vorbei. Keine Lust mit dem zu kommunizieren. Hey Lord Arthas. Tschüss Lord Arthas. So, dann gucken wir mal, ob die Amphore hier jetzt... Ja, jetzt reagiert sie auch auf uns. Jetzt macht's mehr Sinn. Okay, wir müssen natürlich erst wissen, dass man was machen kann, bevor man es wirklich machen kann. Obwohl es auch so schon meiner Meinung nach relativ auffällig war. Aber okay, reiner mit dem Nektar. Füllhorn ist gefüllt. Das... Ah! War tatsächlich sinnvoll. Klar. Warum nicht? Eine Regenbogenbrücke. Komm, Lord Arthas. Vielleicht kann dir das Wasser des Lebens deine Stärke zurückgeben. Wie kommt der da rüber? Der ist doch links neben uns. Warum ist der rechts auf der anderen Seite des Flusses? Da hätte er da hinten über das Flussbett rüber gemusst und da hinten zu dem Steinkopf gehen müssen und dann von da hinten kommen müssen. Okay. Ja. Ist gebrochen. Whatever. Tatsächlich. Vielleicht kann ich jetzt meine liebliche Ceres retten. Wir sollten uns beeilen, Balanis. Wenn man sie enthusiastisch klingt, ja nicht darüber, dass er es geschafft hat. Ey, komm über die Brücke, Mann! Du musst hier auf die Seite. Wo läufst du hin? Ein Vollidiot. Unglaublich. Ja, gut. Füllhorn ist voll, also reden wir mal. Oder wir gehen automatisch dahin, ist auch gut. Nochmal mit Lord Arthas an seinem Baum. Scheint nicht so gut zu funktionieren, was? Ah doch, sehr gut. Es war ein Pflock. Es war kein Messer.
Scheint aber nicht geholfen zu haben. Ist jetzt nicht mehr gelb, ist jetzt rot. Scheinbar ist dieser Fluch stärker, als ich es bin. Aber ich werde sie nicht sterben lassen. Das werde ich nicht. Ich wünschte, ich könnte dir eine größere Hilfe sein, Lord Artis. Aber ich habe das Gefühl, ich muss zu meiner Tochter gehen. Ich glaube, sie ist in einem dunklen Land jenseits dieser Wälder. Und dass sie sich in Lebensgefahr befindet. Valanis, wenn sie in Uga Buga ist, musst du durch den Sumpf gehen. Und ich weiß von einem schrecklichen Monster, das sich dort aufhält. Wir haben schon getroffen. Ich werde dir helfen, ihm zu entkommen. Doch zuerst muss ich versuchen, meine geliebte Lady zu retten. Okay. Tja, dann sterben wir ihn doch dabei erstmal, wenn er versucht, seine Lady zu retten. Ich gelobe dir zu helfen, wenn ich kann, edle Artis. Oder auch nicht. Okay, also wir haben Lord Artis von seiner Hirschform gerettet. Ich hoffe mal, er wird in Zukunft noch dankbarer sein, dass es momentan zu sein scheint. Auf jeden Fall mag ich die Farbe seines Capes. Passt total zu Valanis. Ja, und wir sollten mal auf die andere Seite der Brücke gehen. Und ich schätze mal, dann gehen wir in die Hundesrepublik zurück und holen uns mal den Käse aus dem Wasser. Denn wir haben jetzt einen Hirtenstock, mit dem wir da locker drankommen sollten. Auch wenn es ein bisschen dämlich ist, extra in die Wüste zu laufen, um ein Buch gegen einen Hirtenstock zu tauschen. Um dann mit diesem Hirtenstock ein Stück Käse aus einem Brunnen zu holen, wo wir locker mit den Armen dran gekommen wären. Wenn sie sich nicht zu fein dafür wäre, ihr Kleid so ein bisschen nass zu machen oder mal die Ärmel hochzukrempeln. Oder sonst irgendwas zu machen. Nein, es muss ein Hirtenstock sein, mit dem wir genug Reichweite haben, sodass wir uns nicht zu sehr anstrengen müssen, nicht nass werden und keinerlei Probleme haben. Bis auf das kleine Problem halt, dass man quer durch die ganze Welt laufen muss, um erstmal den Hirtenstock zu kriegen. Manchmal ist das Spiel ein bisschen merkwürdig. An manchen Stellen muss ich sagen, es hat seinen nicht sonderlich guten Ruf zu Recht. Die Rätsel sind merkwürdig designt in diesem Spiel. Aber egal, ich mag das Spiel trotzdem. Nix wie rein zurück in die Hundesrepublik. Mal gucken, ob sie uns reinlassen oder ob sie jetzt das Tor abgeschlossen haben, nachdem wir uns das letzte Mal einfach reingeschummelt haben. Keine Reaktion. Na dann. Halt! Du kannst nicht durch diese Tür gehen. Da sind 600 übel gelaunte Wiesel mit Armbrüsten auf der anderen Seite. Oh nein! So ist es! Wiesel! Mit Armbrüsten! Danke für die Warnung, kleiner Freund. Wir ziehen in die Schlacht. Ach du dicke, fette Ratte. Boah. Frechheit. Naja, die Sportdrossel war schlimmer. Okay, der Typ kommt ja nie aus seinem Wachhaus raus, also whatever. Jetzt holen wir uns hier den Mond, außer natürlich der Händler ist wieder da. Flupp. Ja, es reagiert auch da drauf, macht total Sinn. Nope, der Händler ist immer noch nicht wieder da. Na dann. Angeln wir uns einen Mond. Wunderbar. Jawohl, und lass den Stock noch fallen. Das ist ja unglaublich, ey. Was? Ich hab gesehen, was du getan hast. Du hast gerade den Mond gestohlen. Was? Monddieb! Mensch! Sind alle bescheuert. Partymuffel! Du stehst unter Arrest wegen all der Gründe, die mein Herr, der Erzherzog Yip-Yap, genannt hat. Plus des ruchlosen und geschmacklosen Verbrechens, weder Fell noch Federn zu haben, um dein kahles Gesicht zu bedecken. Da können wir total was für. Lasst sie uns einsperren, bis wir uns überlegt haben, was wir mit dir machen. Ergreift sie! Ergreift sie aus keinem Grund. Was? Eben war er noch der festen Überzeugung, dass das kleine Hühnermädchen total dämlich wäre und jetzt haben wir den Mond gestohlen. Naja. Kapitel 4. Das war's dann wohl mal wieder mit Valanis, denn der echte Trollkönig möge aufstehen. Es geht weiter mit Rosalla. Unser Inventar ist auch wieder zurückgewechselt worden. Oh no! Englisches Voice Acting. Die Geschichte. Ja. Hier. Schaufel. Danke. Da kommen wir nicht wieder runter. Danke, lieber Mann. Der Ausgang von der Trollunterwelt endet auf einem Friedhof. Wer hat das angelegt? Die sind alle bescheuert. Ja, okay. Dann schätze ich mal, willkommen in Uga Buga.
einem Land mit einem mal wieder sehr pragmatischen Namen, wie alles in dieser Welt. Uga Buga, das Gruselland. Ist der Typ nicht mit einem redet? Naja, okay. Ist die Sequenz irgendwann noch vorbei? Verrückt, verrückt, das dauert ja ewig. Ich hatte nicht länger aus mit dieser verrosteten, wertlosen kleinen Schaufel. Jetzt schau sich einer das an. Erbärmlich. Das war noch nicht mal genug Dreck, um einen Käfer zu begraben. Verrückt! Immerhin haben wir direkt mal jemanden mit einem Problem, das wir lösen können. Ja. Diesen Fahrstuhl wird niemand mehr benutzen. Naja, du zumindest nicht. Irgendjemand wird ihn wieder freigraben können, schätze ich. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit Boris hier vorne. Boris, der Totengräber. Hallo, mein Freund. Hallo, guter Mann. Vielen Dank nochmal. Ich habe mich nur gefragt. Na, der muss erstmal eine halbe Stunde aus seinem Grab rauskommen, bevor er uns antworten kann. Da müssen wir natürlich mit rechnen. Okay, Lady, ich habe schon dein Maß genommen. Trotzdem kann ich nicht vor morgen damit anfangen, dein Grab zu schaufeln. Tut mir leid. brauchen wir ein eigenes Grab? Also wenn wir mal ein Grab brauchen, dann haben wir hier unseren Mann gefunden. Das scheint nicht sehr informativ zu sein, außerdem dauert mir das zu lange, mit dem zu reden. Die Grabsteine reagieren, das ist schön. Gibt's Grabinschriften? Eine alte Form der Kunst hier in Adventure-Spielen. Die Leiche von Fritz Tröte. Der aß, bis fett er wie eine Kröte. Einmal kauft er 20 Brote. Die waren ranzig. Beim letzten geriet er in Nöte. Nöte? Warum nicht Note? Naja. Die traurige Maria Pratze, auf Klippen turnt, jammernd mit Katze. Eines Nachts, wer erriet's, trat sie auf die Miets. Stürzt runter dort, wo sie zerplatzte. Lecker. Noch ein Grabstein? Der wirrköpfige Autor Hans Harte, der liebte die Schatten der Nachte. Schrieb grausige Fabeln von Monstern mit Gabeln, die Furcht ihm den Tod wohl dann brachte. Okay. Zudem haben wir hier Totenkopf, Fledermaus, Spinne. Das sollten wir uns wahrscheinlich merken, denn das ist garantiert nochmal wichtig. Ja, dann geht's nach links. Und geht's nach rechts. Ich würde sagen, wir fangen mal rechts an. Dann schauen wir uns wohl mal in dieser lustigen neuen Umgebung hier um, die garantiert nicht tödlich oder gefährlich sein wird für uns. Hauptsache, wir müssen irgendwo da oben aus dem Bild raus. Naja, passt schon. Kinder. Die gefährlichste Spezies der Welt. Okay. Das sieht nicht ominös aus. Ich fühle mich tot. Mein lieber Scholli. Und ich dachte mir schon, das sieht aus wie ein Spinnennetz. Ja, vielleicht hättest du mal schneller drüber nachgedacht. Okay, wir gehen weiter. Hier scheint es nichts zu geben für uns momentan. Ja. Wegblockaden. Meißeln? Silber? Nö. Abbrennen wäre gut. Nö, aber wir haben keinen Funken oder so. Vermutlich braucht es drastischere Methoden, um an diesem bösartigen Monster vorbeizukommen. Sagt ihr schon, dass es ein bisschen gefährlicher werden könnte hier in der Welt? Ja, okay. Also da geht's nicht durch, dann würde ich sagen, verschwinden wir am besten sofort wieder. Allerdings taucht dieses Viech sofort erstmal wieder auf. Wir verschwinden hier erstmal. Tschüss! War lustig. Haha. Da hat er keinen Bock mehr. Ja, okay. Oh, Fahrstuhl. Sehr gut. Na dann. Setzen wir uns doch einfach mal rein. Scheinbar haben wir was getriggert. Guten Tag. Okay. Was haben wir denn hier Feines? Okay. Ein Rückgrat. Kann man immer gebrauchen. Okay, sonst irgendwas?
Was ist das da? Es reagiert auf jeden Fall auf mich, aber es dauert erstmal eine halbe Stunde, bis du da hingelaufen bist, weil sie natürlich einmal quer hier durch das gesamte Gebiet laufen muss dafür. Was Sinn macht. Ein Strumpf. Wirklich weiß man als Mädchen nie, wann man einen Fuß im Beutel brauchen kann. Ein Fuß im Beutel. Besonders im Uga-Buga-Land. Lecker. Fuß im Beutel. Wow. Läuft. Was ist das da? Eine Mumie reagiert auch auf uns. Das Ding, das sieht auch sehr auffällig aus. Huch! Es lebt! Na, einen Kistenteufel, den können wir auch noch mitnehmen. Spiel damit nicht rum, das ist... Sind wir tot? Sowas würde ich meinen Kindern nie geben. Nie und nimmer. Ernsthaft? Dadurch sind wir krepiert? Aber okay. Ich höre Lachen, das ist kein gutes Zeichen. Ha, na, wir sind draußen. Läuft. Ich schätze mal, hätten wir den Fahrstuhl runtergenommen, hätten wir ein Problem gehabt, da ich das Lachen schon gehört habe. Okay, hier vorne geht's auch noch weiter. Nee, das sind sie ja. Oder, das ist ein Kind. Das ist ein anderes Kind als das fette Kind, das wir eben gesehen haben. Du kleiner Satansbraten, verschwinde hier! Buh! Ja, auch Buh. Ist ein sehr kleiner Arzt. Der da gerade aus dem Haus rausgekommen ist. Können wir seine Post klauen? Dr. Mord Kadaver? Also das ist wirklich ein vertrauenswürdiger Name. Findest du? Naja, er ist scheinbar der Arzt der Untoten und Toten. So wie sich dieses Land hier anfühlt, wie wir bis jetzt hier so unterwegs sind, scheinen ja nicht viele Lebendige zu sein. Da waren Pflanzen, da waren komische Kinder. Ja? Mit komischen Gesichtsfarben. Er hat auch eine komische Gesichtsfarbe. Hallo, ich bin Rosella von Daventry. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Und ich bin doppelt so groß wie du. Lass mich Natürlich, rein. Natürlich, Fräulein Rosella, komm rein. Aber beeil dich bitte. Da. Das ist doch endlich mal ein einladender Mann. Lass mich rein. Heute noch. Klonk. Judendach, Dr. Kadaver. Willkommen in Uga-Buga, Fräulein Rosella. Ich bin Dr. Mords Kadaver. Wie kann ich dir helfen? Ich suche den König Ota, den Herrscher der Trolle. Ich habe gehört, er wird in diesem Land festgehalten. Hast du etwa an ihm gehört? Nein, aber ich wette, diese niederträchtige Malicia steckt dahinter. Seit sie unseren geliebten Herrscher Graf Zepisch zugrunde gerichtet hat, ist dieses Land im Chaos versunken. Der schwarze Mann glaubt, ihm gehört hier alles und diese garstigen Gören laufen amok. Ich habe Angst, überhaupt noch nach draußen zu gehen. Der schwarze Mann? Wenn es nur Kinder sind, kannst du da nicht irgendetwas unternehmen, um sie zu stoppen? Ich bin nur der Arzt hier. Weißt du, ich habe die meiste Zeit damit verbracht, Gliedmaßen zu ersetzen und Nasen wieder zu befestigen. Zunächst kam ich mit diesen Gören noch ganz gut zurecht, bis letzte Woche. Genau als ich meine Wirbelsäule einer charmanten Dame gab, die von einer Klippe gefallen war. Scheinbar komme ich ohne Rückgrat gegen niemanden mehr an. Vielleicht hättest du das nicht weggeben sollen. Ja. Entschuldige, meine Liebe, ich muss jetzt noch einige Totenscheine ausfüllen. War wahrscheinlich dein einziges Rückgrat. Es ist ein sehr großzügiger, aber ein bisschen dämlicher Doktor, habe ich so das Gefühl. Kann man da, der so klein geraten ist, wenn er keine Wirbelsäule mehr hinten drin hat. Naja, ich schätze, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Dr. Mord Kadaver in der Praxis. Wollen wir mal versuchen, ob wir hier nicht noch irgendwas rausfinden können. Außerdem bin ich mir sicher, wir haben ein Rückgrat für ihn gefunden, bevor wir hierher gekommen sind, was sehr nützlich ist. Also dann, bis zum nächsten Mal. See ya.